Dann, nachdem wir jetzt zwei Talks über das Podcasten von klassischen Printmedien gehört haben, wechseln wir jetzt vor der etwas längeren Pause nochmal das Medium. Und zwar gehen wir jetzt zu den Gastgebern vom Deutschlandfunk. Und viele Radiosender haben relativ früh das Medium Podcast ja schon genutzt, allerdings dann auch eher um die Sachen, die sie schon veröffentlicht haben, nochmal in einem Feed anzubieten. Und aktuell finden jetzt aber auch verstärkt speziell entwickelte Formate in den Weg in die Podcatcher. Und dazu gehört einmal die wöchentägliche Sendung Der Tag, die natürlich auch 2017 gestartet ist, wie alle anderen Formate, die wir jetzt in der letzten Stunde gehört haben. Und in diesem Podcast machen sich die Moderatorinnen auch daran, die aktuellen Geschehnisse einzuordnen und ähnlich wie die Kolleginnen von Spiegel mit den Kollegen ins Gespräch zu kommen und Hintergründe anzubieten. Und einen ähnlichen Ansatz versuchen sie auch mit dem kulturellen Format, lakonisch elegant, indem sie versuchen, wie im literarischen Salon und dabei rau und ehrlich wie im Kellerclub über Hochkultur und Popkultur zu diskutieren. Im Gespräch mit Sandro Schröder, der einen hervorragenden Newsletter zum Thema Podcast herausgibt. Genau, gerne. Sprechen jetzt drei DLF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Spagat zwischen Eilmeldung und Evergreen und wie man aktuelle Themen und Diskussionen im Podcast abbildet. Das ist einer der längsten Titel im Programm. Hier sind von Der Tag Sarah Zerback und Ann-Kathrin Büsker und von Lakonisch Elegant Julius Stucke. Viel Spaß. Hallo, vielen Dank für das tolle Intro, wo wir eigentlich nichts mehr über uns sagen müssen. Ganz kurz, also ich bin Sandro, das ist Sarah Zerback, Ann-Kathrin Büsker, die beide im Deutschlandfunk, also hier in Köln arbeiten und vor allem für die aktuellen Sendungen arbeiten und eben Teil vom Team von Der Tag sind. Und dann Julius Stucke, der im Berliner Funkhaus arbeitet, da Studio 9 moderiert, also auch eine Radiosendung und eben Teil von Lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast ist. Wir haben uns überlegt, wir fangen am Anfang mit einem ganz kurzen Intro an. Und zwar habe ich die drei gebeten, sich zu überlegen, mit welchen drei Adjektiven würdet ihr eure Arbeit an eurem jeweiligen Podcast gerade beschreiben? Sarah, magst du anfangen? Ja, das Gute ist ja, dass wir schon rausverhandelt haben, dass wir noch einen Satz dazu sagen dürfen, damit es nicht nur bei diesem einen Adjektiv bleibt. Geht erstmal los mit gleichzeitig, weil das ist echt so, kommst morgens ins Büro und musst irgendwie erstmal überlegen, was machst du und multitaskingmäßig irgendwie alles gleichzeitig organisieren, das ist so mein Gefühl da. Dann eben aber auch kreativ sein, also mit dir selber brainstormen, wenn die Büsker nicht da ist oder die anderen Kollegen aus dem Podcast-Team oder idealerweise natürlich dann zusammen. Und dann ist mir atemlos eingefallen, das ist so das Gefühl. Das ist kein Adjektiv. Hallo? Google das mal. Ja, genau. Nee, ich singe jetzt nicht, keine Sorge, aber das ist so kurz vor 17 Uhr, wenn dann irgendwie noch wirklich der Feinschliff gemacht werden muss, noch die letzten Äs raus vielleicht, damit es ein bisschen besser hörbar ist, CMS befüllen und so. Ja, jetzt ist die Nebensatzgeschichte aber auch ausgereizt. Also das sind meine drei Adjektive. Es ist sehr interessant, weil man dazu sagen muss, wir haben uns nicht abgesprochen vorher. Also ich kannte Sarahs Adjektive jetzt nicht. Gleichzeitig schon ziemlich ähnlich, würde ich fast sagen, zu meinem ersten. Es war nämlich unvorhersehbar, weil es nie so ist, dass man weiß, heute mache ich erstmal die erste Stunde wie immer dies und dann mache ich eine kleine Pause und zwei Stunden das, sondern es ist je nach Team, je nach Thema, je nach äußeren Widrigkeiten einfach immer unvorhersehbar, wie diese anderthalb, zwei Tage werden, in denen wir das machen. Das zweite muss ich jetzt neu wählen, weil es sich sonst mit deinem doppelt. Es tut mir so furchtbar leid, dass ihr die weggenommen habt. Na gut, ich sage auch kreativ, aber eben weder jetzt nicht so als Schulterklopfen, wir sind immer kreativ, sondern ich glaube, das ist einfach ein Wunsch, ein Ziel, was man sich immer so hinmalt. Es soll irgendwie eine kreative Arbeitsweise sein. Und dann als letztes noch tastend. So ähnlich wie nicht im Dunkeln tappend, aber so tastend auf der Suche nach so einem Lichtschalter vielleicht, sucht man ganz viele Fäden zusammen und geht dann am Ende ins Studio, macht irgendwie das Licht an und sieht, während man es dann aufnimmt, okay, das sind die Fäden, das ist das Bild, was draus wird. Klingt vielleicht ein bisschen nach LSD, aber ist so nicht gemeint. Und natürlich nicht, das habe ich vergessen, lakonisch und elegant, ja, so ist die Arbeitsweise nämlich nicht. Ich würde sagen, die Arbeit an Der Tag ist durchdacht, improvisiert und geil. Wow, so prägnant. ihr arbeitet alle halt für Radiosendungen und macht noch diesen Spagat zwischen linearem Programm und eben den Podcasts, die wahrscheinlich ja anders funktionieren. Wie würdet ihr beschreiben,
Was fällt euch vielleicht im Podcast leichter als im Radio? Was ist da vielleicht anders? Was fühlt sich anders an? Ich finde, das Podcasten hat im Vergleich zum linearen Programm eine gewisse Leichtigkeit. Und das ist auch das, was ich genieße im Vergleich zum Programm. Also da hast im linearen Programm hast du immer irgendwelche Muss-Themen. Wenn jetzt der 29. März ist und der Brexit wurde nicht gerade verschoben, dann musst du den Brexit machen im linearen Programm. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Und in der Tag kannst du vielleicht mal was anderes machen als den Brexit oder den Brexit mal anders angehen, als wie du es frontal im linearen Programm machen würdest. Also mehr Freiheit. Wollte ich hier mal kurz unterstreichen, sehe ich auch so. Und du hast halt auch nicht immer die Nachrichten im Nacken, also einfach auch mehr Zeit. Und da kann ein Thema eben auch mal 10, 15 Minuten diskutiert werden, finde ich sehr angenehm. Und wir haben uns ja auch mal irgendwann drauf geeinigt, nachdem wir am Anfang ja auch erstmal losgaloppiert sind und ausprobiert haben, experimentiert haben, zu sagen, also das Top-Thema des Tages, das soll schon drin sein. Und alles andere ist dann eben optional. Und das gibt natürlich, wie du sagst, schon einfach diese riesengroße Freiheit, dass man sagt, okay, wir haben das wichtigste Thema des Tages drin, aber eben mit einem bisschen anderen Dreh, ne? Stichwort Kreativität, wenn das gelingt, ist natürlich schön. Auch manchmal mehr, mal weniger. Und die anderen Themen können halt eben auch mal so ein bisschen von hinten durch die Brust. Und da kann jeder auch so nach eigener Interessenlage oder vielleicht auch mal was nehmen, was eben nicht auf der dpa-Vorschau ganz oben steht. Und das ist schon gut. Ist das, würde mich interessieren, ist das schwer? Müsst ihr dafür kämpfen? Also für diese Entscheidung zu sagen, um mal bei deinem Brexit-Beispiel zu bleiben, weil ihr ein tägliches Format seid, das machen wir jetzt nicht. Ist das auch ein Kampf oder ist das ganz logisch, dass wir sagen, nee, hä, wir machen es jetzt nicht? Naja, da ja jeder bei uns selber entscheidet, was er oder sie macht, entscheiden wir das dann halt. Natürlich spricht man sich ab untereinander und dann kommt vielleicht auch mal das Veto. Na, meinst du nicht, dass man das doch machen sollte? Aber es ist ja tatsächlich so, dass der Moderator, die Moderatorin bei uns entscheidet, was gemacht wird. Da sitzt keine Redaktion, die dann sagt, Dein Gedächtnis, dein Langzeitgedächtnis scheint ein bisschen eingeschlafen zu sein. Also am Anfang war das schon so. Weil natürlich gibt es die Redaktionen, die Kollegen, die ja vielleicht einfach seit 20 Jahren auch so Radio machen oder vielleicht auch erst seit 5 oder so und so natürlich auch gelernt haben zu arbeiten. Und das ist ja auch on air, machen wir das. Und die dann schon am Anfang zu uns kamen und gesagt haben, hör mal, ihr habt hier das zweite wichtige Thema des Tages. Es kommt gar nicht vor, das geht nicht, dann ist der Podcast nix. Und also ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Kampf gewesen, aber man musste schon sich gut überlegen, warum man das dann nicht so macht. Und ich finde, da ist eben ja das Argument, können wir uns da vom Linearen abheben? Oder ist das jetzt wirklich nur so die drei wichtigsten Infos, die du da irgendwie reinquetscht und im Normalfall ja auch in einem Corrie-Gespräch irgendwie on air hörst? Oder können wir da wirklich Mehrwert liefern? Und ich erinnere mich da schon an Diskussionen, aber die waren ja auch gut, weil wir selber mussten uns ja auch erstmal sortieren, wie wir es so angehen wollen. Ja, und ehrlicherweise hast du halt heute auch noch KollegInnen, die dastehen und sich fragen, ey, warum macht ihr denn heute was zu Rassismus? Das ist doch gar nicht Thema des Tages. Ja, aber vielleicht latent aktuell und deshalb finden wir es wichtig und deshalb setzen wir es. Also klar, diese Diskussion hast du halt schon auch noch. Ich blende die, glaube ich, einfach aus, weil das du Sonnenscheinchen. Das ist vielleicht auch ein Punkt, wo Julius für den Kulturpodcast anknüpfen kann, weil der ja nun mal auch einen anderen Erscheinungsrhythmus hat. Der kommt halt wöchentlich, nicht werktäglich. Und der ja auch aus einem Radioprogramm kommt, wo den ganzen Tag über Kultur gesprochen wird. Wie ist das für dich? Was ist im Podcast anders? Also ich wollte eigentlich auf dieses leichter und schwerer, das muss ich jetzt kurz noch loswerden, ich wollte nämlich sagen, es ist durchaus schwerer, rein wenn man Moderatoren- und Hostrolle sozusagen vergleicht zwischen Radio und Podcast, dass es im Podcast schwerer ist, weil eben diese Freiheit da ist und die kommt halt irgendwie auch nicht mit Bedienungsanleitung. Während es im Radio so ist, du kannst diesen Gedanken jetzt nicht zu Ende reden, wie du willst, weil es kommen dann irgendwann die Nachrichten so und du bist immer in irgendwelchen Zwängen und diese Zwänge machen es natürlich total einfach, zumal bei einer Live-Sendung, weil du einfach bei einer Live-Sendung wie jetzt irgendwie, du antwortest einfach und verzeihst dir dann, dass es vielleicht nicht die perfekte war, aber wenn du sagst, jetzt geh mal hin und zeichne es auf, dann überlegst du dir nach, könnte man es nicht doch nochmal besser machen, so. Und was die Themen angeht, so in so einem Haus, kennen wir das natürlich auch, dass dieser Blick von anderen da ist, die vielleicht sagen, was macht die, das macht die. So, das ist natürlich auch immer da, aber ich glaube schon, dass der Wochenrhythmus es ein bisschen leichter macht, weil man hat eben nicht so ein Thema des Tages, man hat selten das Thema der Woche, das gibt es natürlich auch mal, dann macht man es einfach, aber wir müssen uns ja auch mal relativ schnell entscheiden, also wir schieben uns Themenideen
ein paar Tage her und dann ist der Tag, an dem wir es entscheiden. Und dann ist das vielleicht einen Tag später, wäre es auch wieder ein anderes in der Woche. Also deshalb ist der Wochenrhythmus da, glaube ich, schon leichter. Frage zum Arbeitsprozedere. Also bei uns ist es ja so, dass wir morgens um 9 anfangen und dann bis 17 Uhr alles im Kasten haben. Wann fangt ihr, wenn ihr donnerstags erscheint, wann fangt ihr an, euch Gedanken zu machen? Also es ist Kultur, deshalb fangen wir natürlich nicht um 9 an. 9.15 Uhr natürlich. Also wir haben sozusagen offene Startzeiten. Nein, also wir schieben uns in der Regel, also unser Erscheinungstag ist Donnerstag, Donnerstagnachmittag. Wir schieben uns in der Regel schon am Sonntag oder Montag erste Ideen hin und her, chatten miteinander und schmeißen einfach was in die Runde. Dann reagiert, wer reagieren will. Also sowas machen wir zum Beispiel auch alle zusammen. Es ist nicht wie bei euch nur sozusagen, dass du sagst, hey, die eine Person entscheidet es, sondern wir schieben uns die Sachen alle her. Und dann haben wir am Dienstag spätestens eine Entscheidung, was wir machen. Und genau, müssen dann an einem halben Dienstag und einem Mittwoch im Prinzip alles einsammeln. Und wenn dann ein berühmter Autor stirbt, dann ist euch das egal, weil ihr habt euer Thema. Ja, also ich meine, dass wenn man sowieso sich entschieden hat, wir hatten den Fall jetzt noch nicht, es wäre ein interessanter Präzedenzfall. Natürlich kann man dann nochmal ändern, ja, aber die Frage ist, muss man nochmal ändern? Und ich glaube, das muss man nicht, weil das ist so ein Thema, was einem nicht zwingend, man entsteht ja in einem ganzen Programm, da gibt es viele andere Sachen und man muss jetzt nicht sagen, okay, wenn wir jetzt nicht diesen Autor machen, dann macht es kein anderer. So ist es ja nicht. Ich würde, glaube ich, da gerne anknüpfen. Gerade der Tag ist natürlich durch die werktägliche Erscheinung schon aktueller. Aber trotzdem versucht ihr ja, glaube ich, immer diesen Kompromiss zu schaffen zwischen aktuell sein und eben, so wie es auch in der Überschrift steht, irgendwie Evergreens, hintergründig zu sein, also sich ein Stück weit von den Wasserstandsmeldungen, jetzt passiert Folgendes, jetzt passiert Eilmeldung Y, zu trennen und irgendwie längerfristig was zu schaffen. Was wäre jetzt bei der Tag das Geheimnis, um nicht um 17 Uhr mit etwas online zu gehen, was um 16 Uhr 55 vielleicht kurz vor der Veröffentlichung schon vernichtet wird durch irgendeine DPA-Eilmeldung. Was ist eure Strategie, um das zu verhindern? Das Geheimnis unseres Erfolges, lass mich überlegen. Nee, also wir versuchen halt, wenn wir das Thema des Tages angehen, nicht nur die 3W-Fragen zu klären, sondern das im Prinzip als Aufhänger zu sehen und dann aber eben zu erklären, warum passiert was und was ist dem vorhergegangen. Warum muss mich das überhaupt heute interessieren und warum interessiert mich das auch noch in einer Woche oder in einem Monat? Und das kann jetzt meinetwegen so ein Anschlag wie in Christchurch sein und dass man dann eben nicht sagt, was ist da passiert, wer steckt da vermutlich hinter, wie wird da gerade ermittelt, sondern dass man sich die Frage stellt, was haben die sozialen Medien damit zu tun? Das ist ja was, was jetzt nicht nur auf dieses singuläre Ereignis an diesem Freitag eben greift, sondern was auch für andere Anschläge zutrifft. Oder was ist mit dem Thema Islamismus oder Islamfeindlichkeit vielmehr? Es ist nicht nur in Neuseeland, sondern natürlich durch die Vernetzung auch bei uns in Europa ein Problem, in Deutschland ein Problem, dass man es darüber dreht. Und also ich finde, das ist schon mal ein Punkt, der das sozusagen haltbarer macht, ein bisschen konserviert. Abgrenzung schaffen kann dann auch die Wahl der Gesprächspartner. Das ist uns ziemlich wichtig, also dass wir eben gucken, dass wir jetzt nicht unbedingt die Leute immer nur direkt vor Ort nehmen oder jetzt idealerweise nicht den Corrie, den wir auch in den Informationen am Morgen, Mittag, Abend hören, sondern dann vielleicht jemand, der gerade auch hintergründig recherchiert hat, vielleicht auch mal, Gott bewahre, einen jüngeren Kollegen oder so. Also wir nehmen auch ältere Kollegen gerne als Gesprächspartner. Das will ich damit nicht sagen, aber eben auch mal im Gucken, dass wir vielleicht das in den Expertenkreis ein bisschen erweitern. Vielleicht auch meine Frau, vielleicht auch, ich weiß es nicht. Also, dass wir irgendwie gucken, wir haben andere Gesprächspartner, wir haben anderen Zugang und dann ist im Prinzip alles erlaubt. Und ich denke auch über den Tag hinaus noch interessant. Also in den meisten Fällen funktioniert es. Wir haben aber auch bestimmt schon Beispiele gehabt, wo man gedacht hat, naja, da wäre es jetzt schon schön gewesen, wenn wir diesen Aspekt noch drin gehabt hätten, aber der passierte dann um 17.05 Uhr und dann hast du halt Pech gehabt, ne? Nichts hinzuzufügen. Sehr gut, Julius. Ja, Teile decken sich natürlich irgendwie, die lasse ich dann jetzt weg. Aber ergänzen würde ich, dass es bei uns schon ein Unterschied ist,
durch das Nicht-Tägliche macht es auch möglich, ist die Herangehensweise, glaube ich, dass wir zum Beispiel, du hast gerade gesagt, andere Gesprächspartner auch mal, also bei uns ist zum Beispiel ein Ding, dass wir sagen, es ist auf jeden Fall ein Wunsch, dass es gut klingt. Das heißt, es geht irgendwie um vernünftige Soundqualität, um vernünftige Gespräche. Das heißt, wir versuchen zum Beispiel Telefongespräche zu vermeiden und die in irgendeiner Form dann doch anders aufzunehmen und mit reinzunehmen, dass man eben durchgängig möglichst hohes Soundniveau hat. Voll wichtig, kriegen wir halt leider echt nicht immer hin. Nee, ist klar. Weil dann suchst du bis 12 Uhr und findest niemanden, dann rufst du sie doch an. Ne? Aber ja. So, und dann ist die Herangehensweise, glaube ich, auch eine, zumindest versuchen wir das, die sehr persönlich ist und die auch so situativ ist. Also für mich ist ein Beispiel, hier saß heute früh auch Mito Sanyal, ich weiß nicht, ich kann das Gegenslicht nicht mehr sehen, ob sie jetzt noch sitzt. Da ging es schon um das Buch Eure Heimat ist unser Albtraum. Da haben wir zum Beispiel sie und drei andere getroffen und über dieses Buch gesprochen und über Heimat gesprochen und haben eben einzeln alle diese vier Personen an unterschiedlichen Orten getroffen. Und dann wird der Ort und im Zweifel auch die Frage, ob das irgendwie ein kurzes Gespräch zwischen Tür und Angel ist oder eins, wo man sich vielleicht auch erstmal an einen Gesprächspartner irgendwie rantastet und den kennenlernt, ja, und man ist sich sympathisch oder nicht. Das sind alles so Faktoren, glaube ich, schon, die da reinspielen und die man dann auch zulässt, die man jetzt bei einem klassischen Radiointerview vielleicht nicht zulassen würde, weil man seine journalistische Distanz dann, ja, auch sowas, was es leichter macht, sich zurückzuziehen. Und so kann man, ist, glaube ich, die Herangehensweise eine, die es dann eben über diese Woche hinaus auch noch interessant macht zu hören. Hoffentlich, dass Leute dann auch sagen, ich höre mir das gerne auch noch später an, weil ich kenne das Thema, aber ich will wissen, wie haben die das Thema jetzt angepackt? Haben wir sicherlich eine Schnittstelle. Also ja, wenn das gelingt, mit eben Betroffenen zu sprechen, sage ich jetzt mal so im weiteren Sinne, ne? Nicht mit nur Experten oder so, und es so eine persönliche Ebene gibt, ist immer ein Plus. Und ich finde halt, Sympathie ist auch ein Plus. Also ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit unserer Bremen-Korrespondentin, die berichtet hat über den ersten Prozesstag im Fall Nils Högel. Das ist der Krankenpfleger, der in Oldenburg hunderte Menschen totgespritzt hat. Und wir sind befreundet. Also nicht Nils Högel und ich, sondern Felicitas Böselager, unsere Korrespondentin und ich. Und wir haben dieses Gespräch geführt. Breaking News. No. Und sie hat mir danach geschrieben, dass sie angesprochen wurde von Bekannten, die explizit gefragt hätten, sag mal, kennst du die Moderatorin? Seid ihr befreundet? Und die Tatsache, dass wir befreundet sind, hat eine komplett andere Gesprächsatmosphäre geschaffen, in der sie sich so wohl fühlte, dass sie wirklich sehr persönlich aus ihrer Erfahrung mit diesem Prozess berichtet hat. Und das war einfach eine ganz andere Gesprächsatmosphäre, die andere Eindrücke, andere Schilderungen ermöglicht hat, wie wir sie zum Beispiel on air so nie hätten, weil wir on air nicht zulassen, dass das Persönliche, dass die persönliche Ebene so eine große Rolle spielt. Würdet ihr sagen, es gibt Themen, die so gar nicht in euren Podcast passen jeweils, weil sie sich zu schnell entwickeln? Oder ist das alles nur eine Frage des richtigen Ansprechpartners, des richtigen Drehs, des richtigen Bounds, was auch immer? Also gibt es so Themen, wo ihr sagt, da geht der Tag oder da geht lakonisch elegant nicht ran, weil das irgendwie zu viel zuckt, weil sich da zu viel passiert? Oder sagt ihr, die Herangehensweise ist so universell, dass ihr im Prinzip jedes Thema im Stil von lakonisch elegant, im Stil von der Tag angehen würdet, egal wie schnell sich das entwickelt? Ich finde, da hat Sarah gerade schon ein gutes Beispiel genannt, nämlich Christchurch, also bei Terroranschlägen oder Entwicklungen, wo halt absehbar ist, wir wissen gerade noch echt wenig und müssen erstmal gucken, was sich überhaupt noch tut. Da ist es immer sehr, sehr schwierig. Ich kann mich erinnern, dass wir einen Tag hatten, da warst du, glaube ich, gerade in der Produktion, Sarah, und um 16:30 ist Stanislaw Tillich als Ministerpräsident von Sachsen zurückgetreten. Und es war so, was machen wir denn jetzt damit? Irgendwie greifen da wir das noch irgendwie auf. Zu mir gerannt. Der Tillich ist zurückgetreten. Das war 16:33. So, okay. Und das war ganz am Anfang, das war, glaube ich, Oktober. Ja. Wir haben ja zur Bundestagswahl gestartet und waren uns da ja auch noch nicht so richtig sicher, machen wir das jetzt, machen wir nicht. Und der Chef stand dann auch kurz danach bei uns mit dem Podcast-Studio und wollte auch noch mitdiskutieren. Weil das ist so ein Fall. Wir haben natürlich das Programm aufgemacht. Was heißt natürlich, da kann man sich auch drüber streiten. Das Lineare. So, für wen macht man Sondersendungen, wenn sowas passiert?
Gut, wir haben uns da eben als Zeitfunk dazu entschieden, dann auch eine aktuelle Sendung einzuschieben, direkt nach den Nachrichten. Und ich habe dann aber, und da haben wir durchaus drüber diskutiert, ja. Ich habe dann entschieden, ich mache es nicht und habe stattdessen eben hinten im Podcast erklärt, warum ich es nicht mache, ganz kurz, dass das passiert ist, aber dass das so kurz eben vor Redaktionsschluss passiert, dass ich jetzt nur noch schnell irgendwie Stefan Detjen, unseren Hauptstadtkorrespondenten, anrufen könnte und mit dem die drei W-Fragen, wie ich vorhin sagte, eben besprechen kann. Und da habe ich gedacht, das machen ja die Linearen, das machen ja die Radioleute jetzt. Warum soll ich das machen? Das ist eben nicht unser Ansatz. Und da fand ich, da muss man konsequent sein. Aber weil das eben noch so am Anfang war, war das auch echt Diskussionsstoff sozusagen. Und das haben auch andere anders gesehen. Ja. Aber ich finde, genau das hat sich etabliert. Dann bei so einer Breaking-News-Situation erstmal Füße stillhalten. Das lassen wir jetzt erstmal das lineare Programm machen oder auch im Zweifelsfall die Nachrichten. Und wir überlegen uns, können wir das am nächsten Tag nochmal aufgreifen mit einem Dreh, der mehr bringt als diesen reinen Nachrichtenwert. Also Mut zur Lücke auch mal. Klar. Ja, und es ist, ich finde auch grundsätzlich, ist natürlich auch bei einem täglichen Format nochmal was anderes als bei einem wöchentlichen. Aber das, man sagt ja immer oder es heißt immer wieder, ja, es werden irgendwelche Säue durch irgendwelche Dörfer getrieben. Ich sehe diese Säue relativ selten so und ich finde das wirklich, die Frage, das ist immer, was macht man damit? Also selbst wenn ein Thema sogar von irgendwelchen Leuten bewusst höher gespielt wird, als es eigentlich wichtig ist, dann steckt da drin ja auch eine Geschichte. So. Und selbst wenn irgendwie ein Thema ignoriert wird, so, also da stecken überall Geschichten drin und dann ist es wirklich immer nur die Frage, wie man sie erzählt. So. Ich frage mal in die Runde, wie sieht es mit der Zeit aus? Noch 10 Minuten, sehr gut. Nur. Gerade bei uns im Radio und in den Funkhäusern ist es ein Selbstverständnis von vielen Kollegen, dass Radio ein sehr schnelles, ein sehr aktuelles Medium ist, also wo Leute sagen, wir gehen live auf Sendung, wenn etwas passiert, dann passiert irgendetwas in der Politik und dann gibt es im besten, schlimmsten Fall eine Sondersendung dazu und sofort passiert etwas im Radio. Das ist der Ruf, den Radio immer noch so hat. Würdet ihr sagen, der Podcast hat vielleicht auch so einen Ruf, erarbeitet sich gerade einen Ruf? Welcher Ruf wäre das für euch? Also wie versteht ihr das Medium Podcast jetzt gerade auch im Blick als Ergänzung zu Radio? Zuerst. Ich würde sagen, ja, das Radio an sich, das lineare Radio ist schnell und erklärt erstmal, was passiert. Und wir im Podcast kommen dann hinterher und erklären, warum es passiert. Julius, die Feuilletons malen natürlich ein bisschen langsamer als der Politikbetrieb. Ja, ich würde sagen, wir haben aber trotzdem, wenn du bei der Schnelligkeit bleibst, dann ist vielleicht jetzt der Unterschied, auch wenn wir heute Morgen hier gehört haben, dass da noch ein weiter Weg zu gehen ist, aber dann ist trotzdem, Podcast ist für mich viel mehr Vielfalt. Auch auf Nutzerseite, weil es lässt einfach ganz andere Nutzungsmöglichkeiten zu, wie irgendwie man es konsumiert, wann und wo und wo man unterbricht. So, das ist einfach viel vielfältiger und es ist viel mehr, es hat viel mehr Freiheit, viel mehr Möglichkeiten. Aber irgendwie so, das muss man, glaube ich, auch manchmal ein bisschen lernen, damit umzugehen. Für mich wäre es, glaube ich, gar nicht so eine Frage der Schnelllebigkeit oder des Tempos oder so, sondern tatsächlich, klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber da geht es mal um den Menschen. Das haben wir ja irgendwie in vielen Antworten auch gehört. Also, dass man wirklich die Geschichten eben anders erzählt, persönlicher, selber auch persönlicher in Erscheinung tritt. Da könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber diskutieren, eben auch unser Rollenverständnis kann man jetzt hier nur ankratzen. Ne? Also on-air und im Podcast ist ja auch ein anderes. Also irgendwo bleiben wir Journalisten, aber im Podcast ist es ja auch gewünscht und wollen wir das ja so verstehen, dass man uns auch vielleicht ein bisschen mehr als Mensch eben kennenlernt. Und ja, dann auch nicht zuletzt eben die User, Nutzer, Hörer, wie auch immer, die im besten Fall eben in so einem Podcast auch nochmal eine ganz andere Rolle spielen. Also die kann man ja, im Radio konnten wir unsere Nutzer ja oder Hörer immer so ein bisschen ausblenden, die sehen wir nicht, mit denen kommunizieren wir jetzt nicht so regelmäßig. Na, da kommen natürlich Hörermails, aber das ist schon nochmal ein anderer Schnack. Und ja, Podcast, denke ich, funktioniert im besten Sinne eben dann auch nur, wenn man da eine Rückkopplung hat und vielleicht auch mal aufnimmt, was irgendwie als Anregung kommt. Ja, deswegen eher so dieser persönliche Zugang und der Mensch im Mittelpunkt. Im Sinne der Rückkopplung, gibt es Fragen? Ich glaube schon. Man sieht es nicht so richtig. Sieht jemand das Blaue? Geht das schon? Ja.
Die Nora. Was ich mir ja wünsche von der Tag, ehrlich gesagt, ist ja eine Verlängerung ins Wochenende. Also ich finde es ein Unding, dass ich immer bis Montag warten muss. Und ihr macht es manchmal, ja, ihr macht es manchmal, aber ich fände ein Wochenende zum Beispiel total super, um zum Beispiel nochmal Hörermails einzubinden oder nochmal, wenn was aufgekommen ist, eine Frage nachzugehen. Ihr macht es mitunter, aber ihr macht es nicht besonders häufig. Und ich glaube, das würde dem Ganzen nochmal einen anderen Dreh geben, wenn das ein bisschen deutlicher vorkommen würde. Also wäre jetzt so mein Gefühl. Kannst du das den Chefs sagen, dass sie uns mehr Tage für den mit. Podcast geben und die Wichtigkeit nochmal anheben? Und wollt ihr alle 5 Cent mehr Rundfunkgebühr pro Monat? Frag nur. Nein, also ich meine gerade dieses Community-Management, da reden wir immer wieder drüber. Und da sind wir eigentlich schlecht, viel zu schlecht, weil Sarah hat das gesagt. Also es ist beim Podcast einfach ein ganz anderer Zugang und eine ganz andere Beziehung zu den Hörenden. Und da kommt so viel zurück über eine simple E-Mail-Adresse, die wir eingerichtet haben, von der ich am Anfang nicht erwartet habe, dass sie so ausführlich genutzt wird. Und ich würde mir wünschen, dass wir die Gelegenheit haben, A, mehr auf das zu reagieren, was da zurückkommt, und B, es tatsächlich auch viel stärker einzubinden. Aber das erfordert natürlich dann einfach auch nochmal mehr Zeit, um sich damit auseinandersetzen zu können. Und das muss man vielleicht auch dazu sagen, der Tag entsteht durch eine Person. Wir fangen morgens um 9 an, man macht sich die Gedanken vorher schon, und wir machen bis 17 Uhr alles alleine. Es ist einfach sehr wenig Zeit, daneben noch all diese Sachen, die eigentlich auch zum Podcasten dazugehören, wie Community Management, das auch noch zu machen. Es ist einfach wirklich hart auf Kante genäht. Die könnt ihr dann ja demnächst am Wochenende noch machen, vielleicht. Für 5 Cent mehr Rundfunkgebühr, yo! Eine Frage noch. Ich glaube, Ann-Kathrin, du warst das, die im Podcast mal gesagt hat, du würdest dir gerne die vorstellen oder du hättest gerne, dass der Podcast mehr Podcast würde. Ich glaube, auch auf technischer Ebene. Was meintest du damit? Oder war das Sarah? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, das okay. gesagt zu haben. Ich glaube, das war irgendwie auf irgendein Feedback, das du bekommen hast. Aber Ich rate jetzt mal in den Raum rein. Ich glaube, es geht um das Thema Shownotes, was ein schwieriges ist, sind wir ganz ehrlich. Wir würden gerne, aber wir können nicht aus technischen Gründen. Und das ist total schlimm, dass es daran scheitert, weil hier sitzen jede Menge Leute, die einfach Shownotes hinbekommen. Und wir als Rundfunk sagen dann, oh, können wir nicht. Aber leider ist das echt die Realität. Also wir würden natürlich alle Podcasts so verstehen, dass ordentliche Shownotes, Kapitelmarken dazugehört. Aber auch da sind uns so ein bisschen die Hände gebunden, was so Sachen, Kapazitäten, Finanzierung und Infrastruktur angeht. Ja, mich würde bei beiden Podcasts interessieren, wie sie so entstanden sind, wie es dazu kam und auch wie sich das Format im Laufe der Zeit entwickelt hat und ob da vielleicht auch noch konkrete Bestrebungen sind, da sich Gedanken zu machen. Ja. Gedanken machen wir uns generell nicht, dazu neigen wir nicht. Der Tag war im Prinzip die Idee, die von oben an uns herangetragen wurde. Überlegt doch mal, was ihr machen könntet. Und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt und haben überlegt, was wir machen könnten. Natürlich auch geguckt, was passiert eigentlich schon so bei anderen Podcastern. Natürlich haben wir unter Umständen in die USA geguckt. Und eventuell, aber nur ganz eventuell, haben wir auch sehr viel The Daily gehört. Wirklich nur ganz eventuell. Und NPR Up First. Und haben dann halt geguckt, was könnten wir machen, und haben tatsächlich auch mit unterschiedlichen Formaten ausprobiert, ein paar Prototypen gemacht und haben dann aber letztlich auch einfach angefangen. Und ich finde, wenn die ersten Podcasts noch verfügbar wären und nicht der Löschdauer des Öffentlich-Rechtlichen zum Opfer gefallen wären, würde man, glaube ich, inzwischen einen sehr großen Unterschied erkennen zwischen dem, was wir am Anfang gemacht haben, was wir jetzt machen, nicht nur was die Sprechhaltung angeht, weil da hat sich, glaube ich, enorm was getan, sondern auch was diese thematische Herangehensweise angeht. Also Stichwort, da haben wir jetzt viel darüber gesprochen, wie gehen wir an Themen heran? Julius, zur Entstehungsgeschichte würde ich jetzt aus Gründen der Langweiligkeit, ich kann das einfach nicht, das ist jetzt Quatsch, irgendwie die Geschichte zu erzählen. Es gab auch irgendwann die Idee, einen Podcast eben zu machen, und es war klar, es muss irgendwie Kultur draufstehen, und dann gab es ganz lange Überlegungen, okay, wie füllt man das mit Leben? Und ich glaube, und dann sind wir bei dem zweiten Teil der Frage, nämlich was wir sozusagen jetzt noch irgendwie lernen, während wir arbeiten und verändern.
ist, dass man es sozusagen Stück für Stück mit Leben füllt. Und wir sind jetzt ja erst bei, wir sind noch unter 30 Episoden, ja. Und da kann man jetzt nicht sagen, ach ja, da, wie war das damals? Aber innerhalb dieser Episoden haben wir eben auch schon viel verändert. Wir haben zum Beispiel unsere komplette Produktionsweise am Anfang über einen Haufen geschmissen. Wir haben am Anfang die Sachen produziert, wie man vielleicht klassisch Beiträge produziert, sind ins Studio gegangen, haben uns Teile mitgenommen, haben produziert, danach zusammengeschoben und hin und her geschoben. Und es hat unglaublich lange gedauert und wir haben immer unsere Deadline gerissen oder mussten ganz früh anfangen, es war so, und haben dann irgendwann angefangen, quasi wie live zumindest aufzuzeichnen, so live on tape, und solche Veränderungen sind jetzt in der Zeit schon irgendwie gekommen. Das heißt, man füllt es mit Leben. Ich glaube, man kann sowas schlecht sich vornehmen, so, das ist jetzt der Auftrag und dann wird es auch so. Damit würde ich die Fragerunde abschließen und damit auch gleichzeitig den Talk, dieses Panel von euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Danke. Danke.